Okay. Wo sind wir? So, okay. Ich hoffe, er nimmt alles auf. Ich glaube, das ist eines der wenigen Videos, die ich seit langer, langer Zeit mal wieder offline aufnehme. Meine Güte, ey. Wie gesagt, es ist komplett live gerade hier. Was heißt komplett live? Ich nehme gerade den Kram hier komplett sozusagen live auf. Und spreche jetzt nicht drüber oder sonst irgendwas. Und versuche einfach mal eine gute Runde zu spielen. Gestern im Stream habe ich mich übel schwer getan. Ich weiß auch nicht so genau. Die neue Map hier, Savage, ist ja derzeit der Codename von der Map hier. Die ist wirklich absolut unforgiving. Es ist einfach das Problem. Ich glaube, hier droppen einfach 100 Leute rein. Also 100 Leute wollen sozusagen alle sofort Action haben. Und 100 Leute wollen sofort Druck machen und. Und man spürt halt, dass die Map da nicht hinterherkommt. Server Performance, so wie jetzt zum Beispiel, so nach und nach fangen sich erst die FPS. Und es ist ein absoluter Clusterfuck. Wirklich angenehme Abwechslung, aber wirklich irritierend. Sehr irritierend, wenn man drüber nachdenkt. Ich glaube, die Vector ist derzeit meine Lieblingswaffe oder einer der Waffen, die ich wirklich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Weil man wirklich sehr oft, wenn nicht sogar fast ausschließlich, im Nahkampf kämpft. Was ganz praktisch ist. Cool wäre, wenn wir jetzt noch ein Extended Magazine dafür finden würden. Falls nicht, auch nicht schlimm. Ja, weil ich würde nämlich direkt drüber zum Swamp-Tempel rennen wollen. Habe ich alles? Quick Draw habe ich auch noch mitgenommen. Nice. Ein bisschen was zum Heilen. Sehr gut. Brauchen wir noch irgendwas? Da vorne ist zwar noch eine Sache, die wir hätten looten können. Hier ist noch ein Karabiner, den ich hätte looten können. Aber wir gehen jetzt davon in den Swamp-Tempel rein. Und beim Swamp-Tempel brauche ich tatsächlich einfach nur eine Close-Range-Waffe. Und ich brauche eine Waffe, die für Mitteldistanz da ist. Und viel Glück. Sehr, sehr viel Glück. So, das Swamp-Tempel ist übrigens noch nicht texturiert. Deswegen sieht er so eigenartig aus. Ja, ich spiele die Map gerade hier auf dem Experimental-Server. Und darf die quasi testen, als einer der Ersten. Also, mit anderen Worten, ist es sozusagen ein sehr, sehr exklusives Publikum, was hier spielt. Und es sind wirklich außerordentlich gute Spieler, gegen die ich hier spiele. Ich habe großen Respekt vor meinen Gegnern hier. Vor allem die Leute, die jetzt schon auskennen in der Map. Ui. Ich dachte nicht, dass ich so wenig Munition da drin habe. Noch lange nicht vorbei hier. Es erscheint sehr clear, was mich ein bisschen beunruhigt, muss ich zugeben. Nicht gerannt haben. Jetzt. Uiuiui. Was ich gerade sagen wollte ist, es ist wirklich knifflig, diese Map zu spielen. Außerordentlich knifflig, diese Map zu spielen. Und ich tue mir da sehr, sehr schwierig hier, oder ich tue mir da sehr, sehr schwer, quasi gute Runden aufzunehmen oder gute Action zu haben. Ich meine, jetzt hat es funktioniert. Es hat einmal funktioniert. Wird es ein zweites Mal funktionieren? Wer weiß. Wer weiß. Es ist tatsächlich so. Man kann hier einfach keine Garantie aussprechen, ob hier Sachen funktionieren oder nicht. Teilweise spritzt hier nicht mal Blut, wenn man Gegner trifft. Was noch viel, viel irritierender ist. Bei dem habe ich auf das Auto geschossen und scheinbar ist nicht ein einziger Schuss reingegangen. Aber ist wirklich kein Schuss reingegangen oder nicht? Ja. Das muss das Spiel mir beantworten. Das kann ich dummerweise jetzt so nicht sagen. So. Und das ist ein Boot. So. Ich nehme nämlich lieber das Boot und werde hier irgendwo beim Trainingscenter in der Nähe anhalten. Weil im Trainingscenter, das Trainingscenter an sich ist sozusagen so eine neue Schule und bietet sich quasi perfekt an, wenn man Early Action sucht. Deswegen musste ich sozusagen auch meine Abläufe ein bisschen optimieren. Wie kommt man am besten von A nach B? Wie kann man am besten ungesehen irgendwo ankommen und so weiter und so fort? Weil wie gesagt, hier funktioniert alles halt einfach ein bisschen anders. Das hier ist alles ein bisschen komplizierter. Deswegen übrigens auch die Vector, weil die Vector tatsächlich eine Daseinsberechtigung hat auf dieser Map hier. Wenn man im Dschungel nämlich hier jemanden sehr nah trifft, dann ist die Vector 1000-mal besser als eine M416 oder irgendwelche anderen Waffen.
Und wünsche mir Glück, dass ich nicht zerbombt werde. So viel zum Thema übrigens, dass kein Blut spritzt. Nur so ganz nebenbei. Holy shit. Ich wusste nicht, ob ich weitermachen soll oder ob ich aufhören soll mit dem Spray. Also habe ich einfach weitergemacht. Sind einfach aneinander vorbeigeflitzt. Heilige Scheiße. So, besser ist das. Übrigens, da konnte man wirklich gut sehen, wie dieser Bug halt derzeit aktiv ist mit keinem Blut. Man weiß halt wirklich nie, ob man einen Gegner getroffen hat oder nicht. Man hält drauf, man weiß aber nicht, fällt er gleich um oder fällt er gleich nicht um. Alles ist so ein bisschen in der Schwebe und hinter jedem Baum wartet ein Gegner. Hinter jedem Baum. Egal, wo man ist. Man schießt einmal und man keine Ahnung, wie soll man es formulieren, wie nennt man das? Es gibt da irgendwie so eine Metapher, irgendwie man rührt am Bienenstock oder so weiter. Ja, so fühle ich mich. Schieß einmal und du hast alle am Hals. Alle, wirklich, die komplette Map am Hals. Super nice. Also, manchmal. Nicht immer. Ziemlich nervig eigentlich. In den meisten Fällen. Die Map hier ist auf jeden Fall dafür gemacht, um eine Menge Frust zu verursachen bei deinem Gegner. Weil du freust dich, wenn du jemanden getötet hast, so wie der. Also wie ich den jetzt gerade quasi getötet habe, so mehr oder weniger beim Vorbeilaufen. Aber er denkt vermutlich so, was ist da gerade passiert? Warum konnte ich nicht zurückschießen? Warum hatte ich keine Möglichkeit zu reagieren? Und. Und so fühlt sich das die ganze Zeit an. Fühlt sich die ganze Zeit so an. Du schießt und dann musst du zusehen. Du musst irgendetwas nehmen, um sofort deine Position zu verändern. So wie zum Beispiel Aqua Rail hier. Let's go, let's go. Aqua Rail. Weil ohne Aqua Rail, ja, wie soll ich meine Position verändern? Ich habe zweimal geschossen. Das bedeutet so viel wie drei Leute, die irgendwo im Trainingscamp sich in die hinterste Ecke verkämmt haben, sind mit gespitzten Ohren da drin und denken sich gerade so, oh, irgendjemand ist da im Wasser. Boah. Ich fahre jetzt mit dem Aqua Rail hier ans Land und hundertprozentig wird irgendjemand sofort hier hinlaufen, weil er halt zufälligerweise hier in der Nähe ist. Das ist eine 4x4 Map, die halb so groß ist wie Irangel. Aber mit der gleichen Spieleranzahl wie Irangel. Oder die gleiche Spieleranzahl wie Miramar. Ne? Hier ist natürlich, wie soll ich das formulieren, hier ist Frust vorbereitet oder hier ist Verwirrung vorbereitet. Oder vorprogrammieren nennt man das ja. Ihr merkt schon, ein bisschen früh gerade, ich nehme es relativ früh auf gerade. Einfach nur wie soll ich das formulieren, um ein bisschen Ruhe zu haben sozusagen. Ja? Wenn ich das abends aufnehme, dann bin ich immer Streamlaune. Und im Stream gestern habe ich so gut wie gar nichts hinbekommen und dachte mir so, Dude, was ist hier los, Alter? Dude. Es scheint so, als wenn du irgendwie die Map neu lernen musst oder so. Alle ganzen Sachen, die du gelernt hast auf anderen Maps, kannst du irgendwie nicht anwenden, weil halt alles wirklich so clusterfucky ist. Einmal schießen, alle Gegner sind bei dir. Und vor allen Dingen, was auch sehr häufig passiert, so wie jetzt zum Beispiel, ich laufe hier rum, drehe mich irgendwie sechsmal im Kreis und denk so, ja, sieht eigentlich ganz ruhig aus. Aber in Wirklichkeit hat mich irgendjemand gesehen und läuft mir die ganze Zeit hinterher und versucht halt so in Red Dot Range zu kommen, um mich halt wirklich, ja, umzulasern. Sind sehr, sehr viele, wirklich extremst ausgezeichnete Spieler unterwegs, was nicht unbedingt einfacher macht hier, was es nicht einfach macht, sozusagen, ja, sich durchzusetzen, sag ich mal. Und man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass wenn irgendwo ein Dorf ist, was in der Zone ist, oder zumindest mittig in der Zone ist, oder ach, noch nicht mal mittag, einfach nur ein Dorf in der Zone, irgendjemand sitzt in diesem scheiß Dorf drin. Irgendjemand sitzt in diesem scheiß Dorf drin und campt aus irgendeinem Fenster raus. Und irgendjemand headglitcht wie wild hinter diesem Fenster. Falls ihr nicht wisst, was Headglitchen ist, weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber jedes Mal, wenn ihr das Red Dot ranmacht, da wo das Red Dot jetzt gerade hinzeigt, oder da wo das Red Dot jetzt auf der Höhe vom Stein ist, da ist euer Kopf. Weil sozusagen die Kugeln aus der Waffe, also die Kugeln kommen nicht aus der Waffe heraus, sondern die Kugeln werden aus dem Kopf des Spielermodels heraus abgeschossen. Bedeutet also, wenn ihr sozusagen nur den Kopf eines Gegners seht und denkt so, oh ja, guck mal, der guckt mich ja gerade an, ist ja alles in Ordnung, so boom, und ihr kippt plötzlich um und ihr fragt euch, wie ist das passiert? Ja. Die Kugeln kommen schließlich aus dem Kopf und nicht aus der Waffe. Also verlasst euch niemals darauf, dass ihr sicher seid, nur weil euch zwei Augen ansehen. Sobald euch Augen ansehen, sieht euch eure Waffe an in dem Spiel. Was auf dieser Map hier die Perversion schlechthin erreicht. weil man hier irgendwie immer nur Köpfe sieht und irgendwelche Halbköpfe hinter irgendwelchen Fensterrahmen und was nicht alles. Es ist nicht unbedingt leicht. Es ist nicht unbedingt leicht. Was natürlich auch schade ist, jetzt gerade, zumindest gestern war das noch so, heute ist der Wald wieder ein bisschen anders geworden. Aber gestern war einfach nur der Squad-Modus verfügbar auf der Map. Was super schade ist. Weil ich ganz gerne mit meinen Freunden zusammen hätte spielen wollen, aber kein Squad verfügbar war oder kein Duo. Jetzt ist zwar mittlerweile Squad verfügbar. Ja. Und die Person, die ich jetzt gerade umgebracht habe, die denkt sich sicherlich auch so. Oh wow, da bin ich irgendwo im Dschungel, da fallen einmal die Bomben sozusagen.
bin irgendwie konzentriert auf irgendetwas und denke an nichts Böses und plötzlich falle ich tot um. Story of this map, Bro. Story of this map. Entweder du bleibst immer in Bewegung und du hoffst einfach, dass du nicht verfolgt wirst mit irgendwelchen Red Dot Laser Boys. Ja, oder du sitzt irgendwo und hoffst, dass du nicht gesehen wirst, dass du dich, währenddessen du dich halt eben nicht bewegst. Ich werde jetzt übrigens in die Zone reingehen und werde euch einmal kurz demonstrieren, was auch außerordentlich effektiv ist und was auch sau viele Leute machen, sofern ich das dann überleben sollte. Ich meine, bisher sieht es ja ganz okay aus. Zwar, wir gehen jetzt gleich an den Zonenrand und setzen uns in den Busch und warten darauf, dass die Leute von der Zone uns in die Arme reingetrieben werden. Super, 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 super effektiv auf dieser Map. Ich glaube, weil einfach so viele Leute laufen müssen, hat man einfach so eine gute Chance, viele Spieler quasi zu Fuß zu erwischen. Zum Abandoned Temple kommen auf jeden Fall noch Leute. Vor uns schießt irgendjemand mit einer K. Er hat einmal geschossen, das bedeutet, alle Leute rennen jetzt dahin. Oder zumindest ein Großteil der Spieler läuft jetzt eben zu diesem K-Schuss. Nur weil dieser eine Schuss abgegeben worden ist. Zack, da ist der nächste. Boom. Direkt ein Schusswechsel. Wer versucht das gleich wie ich? Komm, bleib ruhig sitzen. Und es gab wieder kein Blut. Ich habe wieder null Feedback gehabt, ob ich ihn wirklich treffe oder nicht. Und weil ich geschossen habe, muss ich jetzt rennen. So schnell ich kann. Da oben wird geschossen. Ich denke, da laufe ich oben hoch. Versuche aber jetzt einen Highground zu nehmen, auch wenn ich vermutlich gleich wieder von der nächsten Zone runtergedrückt werde. Yeah. Das Zonenrandlaufen hier ist übrigens eine Sache, die damals in Arma 3 BR häufig von mir und auch von eigentlich jedem benutzt wurde. Und dabei ermöglicht einen das sozusagen, also man ermöglicht sich sozusagen selbst ein bisschen die Kontrolle zu übernehmen über einen gewissen Bereich von der Zone. Wobei die einzige Strategie zum Gewinnen tatsächlich, oder meine einzige Empfehlung zum Gewinnen tatsächlich ist, hinlegen, warten, Ohren spitzen. Alles andere macht hier keinen Sinn. Außer man ist entweder auf Frags geil oder will irgendwie, keine Ahnung, seine Statistik boosten oder steht auf Kills oder was auch immer. Vor uns sind haufenweise Steine. Sieht dann auch aus, wenn hier irgendwo ein Spieler sein könnte. Dann ist so langsam. Münze da unten. Okay, die Person ist entweder, die ist irgendwo vor mir hier an einem Berg, was relativ nice ist. Irgendwo direkt vor mir. BZ Productions. Wo genau bist du, Budi? Hier am Stein? Wurde von jemand anderem gesniped, währenddessen ich auf ihn geschossen habe. Es gab auch wieder kein Blut, was alles nur viel, viel komplizierter gemacht hat für mich. Lass mich nicht gesniped werden von irgendeiner Seite. Ich push gleich runter zu seinen Steinen. Sobald ich kann. Wie gesagt, ich wurde zu oft von hinten umgebracht. Okay, so wie es aussieht, sind zwei Leute da. Und irgendjemand, der Mr. CZ Productions mit der SKS umgelegt hat, aus großer Entfernung.
ist der Typ mit der SGS. Okay. Ist eine komplizierte Sache, wie gesagt, hier. Laufe jetzt halt wirklich mit der Zone. Also wirklich, die Zone drückt mir sozusagen in den Rücken. Ich versuche dabei nach vorne zu kommen. Hoffe, dass niemand irgendwo bereit ist. Wenn niemand irgendwo mies liegt. Haus drin, ganz knapp, vermutlich sitzt da jemand drin. Zwei Häuser. 24 Sekunden, wenn es weitergeht. Da vorne ist einer. Frage ist, kann ich ihn treffen? Hat er mich gesehen? Gesehen scheinbar. Okay. Gehen wir auf Nummer sicher. Heilen wir uns wieder. Hier einer im Haus, so wie beschrieben. Einer da oben irgendwo. Und wir stauben den letzten Kill ab. Ah, ja. Was soll ich dazu sagen, Screenchat? Ich bin nicht mal live. Das ist sozusagen meine erste Runde, die ich sozusagen offline gespielt habe und gewonnen habe. Und keine Ahnung, Mann. Es ist wirklich, wirklich verwinkelt. So. Es ist also schwierig, auf dieser Map ordentlich zu spielen, weil die einzige Deckung, die man hat, die Steine sind, die Bäume sind, wie man es jetzt gerade schön sieht. Und das ganze 2D-Cover, also diese ganzen Büsche sozusagen. Staubt die ganze Zeit ab, spielt auf Abstauber, versucht auf gar keinen Fall rumzupushen, weil immer wenn ihr pusht euch irgendjemand in den Rücken. Ich kann es euch garantieren. Und ja, hinterlasst mir das Feedback, wie ihr die neue Map findet. Die ist ganz okay. Die ist ganz okay. Aber ist schwer zu spielen. Solo macht die keinen Spaß. Im Squad macht die Spaß. Im Duo macht die Spaß. Aber Solo, nee, Mann, Alter. Spielt die Map nicht Solo. Ernsthaft. Solul. Das macht keinen Spaß, oder Mann. Außerdem macht sowieso alles mehr Spaß, wenn ihr einen Freund habt. Ihr wisst doch ganz genau, wie das läuft, Mensch. Wisst ihr? Wenn man alleine ist, ist alles doof.